Hallöchen, liebe Bücherfreunde, und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute gibt es die Neuzugänge aus dem September. Wir haben tatsächlich schon Oktober und ich habe jetzt wieder so meine Statistik gezählt. Es sind ganze 25 Bücher bei mir eingezogen. Ja, es sind mehr als ich erwartet habe, als ich gedacht habe, dass bei mir einzieht, aber ja, es ist einfach so. Und jedes der Bücher, ja, auf die freue ich mich einfach besonders. Und im Schnitt, es sind 16 Bücher bei mir eingezogen, 6 E-Books und 3 Hörbücher. Also auch wieder bunt gemischt. Es sind aus diesem Grund doch mehr echte Bücher eingezogen, weil ich eine Minimops-Bestellung hatte und eine Rebuy-Bestellung. Und ich denke, wir starten einfach mal, damit wir hier zügig durchkommen. Die ersten Bücher im Monat waren auch direkt die Bücher aus der Medimops-Bestellung. Und das erste hier ist Die Unvollendete von Kate Atkinson, eine Dystopie, eine Science-Fiction-Geschichte, die noch gar nicht so alt ist, und ich weiß auch gar nicht, wie ich über die gestolpert bin. Ich fand es auf jeden Fall super spannend und ich glaube über den Report der Markt. Und irgendwie wurde mir das dann angezeigt und ich freue mich auf die Geschichte wirklich sehr, war auch in sehr gutem Zustand. Wiedersehen mit Brightsheet von Evelyn Waugh, ein Buch, das ich entdeckt habe, als ich so ein bisschen zum Thema Downton Abbey recherchiert habe. Ein Buch, das nicht mehr im besten Zustand ist, aber für mich absolut okay ist. Und ich freue mich auf dieses Buch, das auch eben in der Zeit um Downton Abbey sozusagen spielt. Und ich hoffe mir da ein bisschen Downton Abbey Fieber. Dann von Daphne du Maurier, Rebecca, ein Buch, das ich eigentlich ein bisschen gruselig vermutet habe, weil hier ein Paar zusammenkommt und die verstorbene Frau des Mannes eben allgegenwärtig in diesem Haus ist. Ich bin aber da jetzt von der Zuschauerin schon aufgeklärt worden, dass es nichts Gruseliges hat. Daher bin ich sehr gespannt, in welche Richtung es jetzt gehen wird. Ist auch im guten Zustand, also in einem annehmbaren guten Zustand, und da freue ich mich auch sehr, sehr drauf. Dann war eigentlich bei Medimops noch das Lavendelzimmer von Nina George dabei, das ja in einem sehr, sehr schlechten Zustand bei mir angekommen ist, und ich habe das auch reklamiert bei Medimops und ich durfte das Buch kostenfrei zurückschicken und habe auch die Gutschrift erhalten. Und so ist das Buch zwar eingezogen, aber auch wieder ausgezogen, aber ich denke einfach, das kann man auch mal erzählen, dass man eben auch ein Buch reklamieren kann bei Medimops und das dann im Grunde auch zurückgenommen wird. Dann ist bei mir als Hörbuch eingezogen Am Ende aller Zeiten von Adrian J. Walker, und da bin ich angefixt worden von der lieben Laura Newman, die in Planlos Plaudern, glaube ich, darüber gesprochen hat, wie toll sie diese Geschichte fand, und das, was sie erzählt hat, hat mir eben auch super gut gefallen. Ich packe einfach mal ihr Video auch unten in die Infobox. Ich habe mich weiter gar nicht zu diesem Buch beschäftigt, ich habe es heruntergeladen und möchte es jetzt, denke ich, dann auch im Oktober auf jeden Fall hören. Dann ist Driving Miss Norma bei mir eingezogen als Rezensionsbuch, und das habe ich auch bereits gelesen. Da geht es eben um Norma, eine End-80erin, die gerade ihren Mann verloren hat und sich mit ihrem Sohn und dessen Frau in einem großen XXL-Wohnmobil aufmacht, die USA zu erkunden. Und das war eine ganz wunderbare Geschichte, die mir sehr, sehr gut gefallen hat, die mich wirklich berührt und begeistert hat. Und genau das, was ich von dem Buch erwartet habe, steckte dann sozusagen auch drin. Dann habe ich von Markus Steiner Weltherz entdeckt. Das ist eine Geschichte um die Reisen von Markus Steiner, und ich lese ja immer wieder gerne Bücher, wo Leute eben einfach auf Reisen gehen und davon berichten, und ich hoffe mir hier auch einfach, dass wir ja ein wunderbares Paket an Ländern haben und eben auch einen angenehmen Schreibstil von Markus Steiner. Die Leseprobe hat sich nämlich sehr gut lesen lassen. Dann ist bei mir eingezogen von Isabel Prophé Die Entdeckung des Glücks, ein wirklich optisch super, super schönes Buch, wie ich finde, wurde mir auch vom Verlag zur Verfügung gestellt. Und hier ist so die Thematik, dass das Leben eben nicht erst nach der Arbeit anfängt, sondern man eben schon in der Arbeit versuchen sollte, glücklich zu sein und da eben auch positive Energien rauszunehmen. Denn sind wir ehrlich, ich glaube, wir alle freuen uns immer wieder aufs Wochenende und arbeiten uns so von Wochenende, zu Urlaub, zu Urlaub. Und ich neige dazu nicht mehr ganz so extrem, wie es früher einmal war, weil ich wirklich sehr viel Positives
in meinem aktuellen Job sozusagen auch zurückbekomme. Und da ist es auch sehr, sehr angenehm, in die Arbeit zu gehen. Ich finde, das ist heutzutage wirklich wichtig und ja, muss man auch einfach mal sagen. Und ich bin aber hier dennoch gespannt, denn was da einfach so ein bisschen für Tipps und Ideen dazu kommen. Und ich denke auch, dass das Buch jetzt auf jeden Fall im Oktober, November gelesen wird und einfach auch wunderschön ist. Und ich denke, dass wenn das Buch gut ist, man das auf jeden Fall, denke ich, auch weitergeben kann als Buchtipp oder sonstiges für Leute, die ja eben nicht mit einem Lächeln in die Arbeit gehen oder aus der Arbeit rauskommen. Und ja, ich da einfach sehr gespannt bin, was es zu erzählen gibt. Dann ist von bei mir das neue Buch von Marc-Uwe Kling eingezogen, Quality Land. Das habe ich auch bereits gelesen, habt ihr, denke ich, in meiner letzten Bücherwoche auch schon gesehen. Eine satirische Dystopie, ich finde, anders kann man es gar nicht ausdrücken. Also es ist eine Science-Fiction-Version unserer Welt mit kritischen Themen zu unserer jetzigen Welt und eben auch so Bezügen. Ja, und dann eben alles mit Humor und alles überspitzt und wirklich wunderbar satirisch. Und ich fand ja schon die Känguru-Chroniken von Marc-Uwe Kling sehr lustig und ich finde, das hat er ganz toll auch erzählt. Die Hörbücher dazu spricht er selbst. Quality Land, wundert euch nicht, gibt es in zwei Ausgaben, in einer hellen und dunklen. Es gibt wohl nur ganz wenig Abweichungen, die man sich im Internet aber auch durchlesen kann. Das sind meistens diese Werbeanzeigen, die im Buch sich befinden. Ich finde das eine sehr coole Idee. Ich habe mich jetzt für die helle Variante, denke ich, entschieden, obwohl das ja, also es ist theoretisch ja bei einem E-Book sowieso egal. Ich möchte mir das Buch, weil es ein absolutes Highlight war, aber auch gerne ins Regal stellen und da werde ich dann einfach mal in der Buchhandlung gucken, zu welchen der beiden Büchern es mich in diesem Moment sozusagen ziehen wird. Dann ist von mir ja ein weißes Buch eingezogen und zwar von Geoff Dyer, White Sands. Also es ist hier schon definitiv auch der Buchdruck drauf. Ich hoffe, man kann es ein bisschen erkennen, es sieht eigentlich nur aus wie weißer Sand. Ja, und hier bin ich eben darauf aufmerksam geworden über die Dumont-Vorschau für den Herbst-Winter. Und das Buch wurde mir dann auch vom Verlag zur Verfügung gestellt. Und hier hinten heißt es so wunderbar, warum reisen wir? Und ja, es beginnt im Grunde mit Adam und Eva, die eben an dem Apfel beißen im Paradies, weil es da draußen vielleicht irgendwas Interessanteres, Schöneres geben kann. Und das ist eben hier die Frage, warum es uns Menschen ja eben immer nach woanders hintreibt. Und das finde ich tatsächlich sehr, sehr interessant. Und mir hat das unglaublich ja, fasziniert, wie ich da die Verlagswerbung sozusagen gelesen habe. Und es heißt hier unten auch von der FAZ, Geoff Dyer gehört fraglos zu den besten zeitgenössischen Schriftstellern. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie mir das gefallen wird, ob das in eine Richtung geht, die mir gefällt, die mir gefallen kann. Und ja, ich bin einfach gespannt und ja, sehr neugierig darauf. Dann hat mich ein wunderbares Buch von der lieben Tanja erreicht, vom Kanal Berlin Books, ihr Kanal natürlich auch unten in der Infobox. Und zwar hat sie mir eine wunderschöne Ausgabe von Peter Pan geschickt, von J.M. Barrie, ein Buch, das ich bestimmt schon 5-6 Mal gelesen habe, es auch hier in einer Ausgabe habe, die sich allerdings in Deutsch und Englisch sozusagen mixt. Und das ist von der Optik her wirklich eine wunderschöne Ausgabe. Ja, sie hat mir ein kleines Päckchen geschickt und da war dann auch dieses Buch drin. Und wir haben auch vor, das auf jeden Fall, denke ich, jetzt noch diesen Winter zu lesen und gemeinsam zu entdecken. Und ich freue mich darauf, weil Peter Pan wirklich eine super schöne Geschichte ist und dieses nicht erwachsen werden wollen und ja, Nimmerland und es gibt Feen und ach ja, es ist einfach ein Traum und finde ich super, super schön und danke nochmal auf diesen Weg an dich, Tanja. Dann ist bei mir eingezogen das neue Buch von Michelle Schrenk, das durfte ich vorab testlesen, wann immer ich die Sonne sehe. Ist jetzt auch schon Ende September erschienen und aktuell, ich denke, auch noch für die 99 Cent zum Einführungspreis erhältlich. Ein wunderschönes Cover und auch eine sehr emotionale Geschichte mit einem tollen Charakter, einer tollen Geschichte, vielen Wendungen. Es war mir fast an manchen Stellen ein bisschen zu schnell, das fand ich sehr, sehr schade. Ich glaube, dass Michelle da auch noch ein bisschen was dran gefeilt hat.
Deswegen, ich habe die Endfassung nicht gegengelesen, sondern nur Test gelesen sozusagen. Aber wir haben uns da natürlich dann auch wunderbar ausgetauscht und es hat wirklich wieder sehr viel Spaß gemacht und wirklich ein super schönes Buch. Und wer Gefühle mag und auch die Bücher vielleicht schon von Michelle Schrenk kennt, der weiß auf jeden Fall, was ihn hier erwarten wird. Dann ist als Hörbuch bei mir eingezogen Sungs Laden von Karin Kalissa. Ein Buch, über das ich ein paar Mal gestolpert bin und es dann einfach so interessant fand, weil es in Berlin spielt und eben auch so diese aktuell etwas kritische Sicht auf, ja, im Grunde die Flüchtlinge und so legt, beziehungsweise in diesem Fall geht es eben um Vietnamesen, die früher von der DDR im Grunde als Arbeiter ja, ins Land gebracht wurden und wie denen ihr Leben seit dem Mauerfall und so dann eben auch aussieht. Und ja, das fand ich sehr schön. Mir hat die Geschichte ganz gut gefallen. Es war mir zu utopisch, es war mir auch gefühlt ein bisschen zu märchenhaft. Ich glaube einfach nicht, dass es so funktioniert, sage ich mal, so negativ das jetzt klingt, aber ich meine, man muss es ja auch ein bisschen realistisch manchmal betrachten. Aber ich habe es gehört, mir hat auch der Sprecher gut gefallen und es war eine sehr schöne und angenehme Stimme. Dann ist bei mir vorab ja, das neue Drachenmond-Buch eingezogen von der lieben Laura Labers, Der verwunschene Gott. Ich bin ja ein Riesenfan von Laura Labers, habe ja alles von ihr gelesen und freue mich immer wieder, wenn es ein neues Buch von ihr gibt. Und im Zuge meines ja, Blogger-Daseins beim Drachenmond-Verlag hatte ich jetzt eben die Möglichkeit, das Buch schon vorab zu bekommen. Ich werde es auch jetzt, denke ich, im Oktober lesen. Vielleicht lese ich es auch gerade schon, während das Video schon sozusagen hochlädt. Ja, ich möchte im Oktober einen kleinen Drachenmond-Lesemonat machen. Seht auch gleich warum. Und ja, da freue ich mich wirklich sehr darauf. Man sieht schon auch ein bisschen am Titel, dass es hier um Götter gehen wird. Und ich habe mich tatsächlich gar nicht groß mit dem Klappentext beschäftigt, weil ich bei Büchern von Autoren, die ich mag und schätze, ich einfach das Leseerlebnis genießen möchte, ohne dass ich ja, wirklich mich vom Klappentext irgendwie beeinflussen lasse. Ist wahrscheinlich irgendwie ein bisschen verrückt. Aber ja, in dem Fall ja, freue ich mich sehr, dass ich das Buch habe und wahrscheinlich in dem Moment auch schon lese, wo ihr das Video seht. Dann ist bei mir der vierte Band der Talon-Reihe eingezogen von Chuli Kagawa. Drachenblut, wie ihr seht, sogar noch eingeschweißt, ist ja mir vom Heine Fliegt Verlag zur Verfügung gestellt worden. Dieses Büchlein wird jetzt erst zu meiner Freundin wandern, die anderen drei Bände auch schon von mir sozusagen im Regal stehen hat, weil ich auch gesagt habe, ich werde jetzt auf jeden Fall vor meinem Urlaub nicht irgendwie noch zum Lesen dieses Buches kommen und das sind noch so ein paar Tage, 2-3 Wochen und ja, da habe ich gesagt, sie kann es gerne vorab lesen und bin ich sehr gespannt. Ich habe auch gesagt, ich will nicht gespoilert werden, das macht sie in der Regel auch nicht und danach wird es dann auf jeden Fall auch von mir gelesen. Ich freue mich sehr, ich muss tatsächlich, glaube ich, nochmal mir auch den dritten Band geben lassen, um so die letzten Seiten mir nochmal anzugucken, weil der dritte Band ja jetzt auch schon fast wieder ein Jahr her ist. Und ja, dementsprechend hat man halt schon manches dann auch vergessen. Ich glaube, dass Band 4 und ich denke, es gibt auch noch Band 5 deswegen auch so lange brauchen, weil natürlich die im Englischen auch noch nicht da sind. Und dementsprechend dauert das dann natürlich alles ein bisschen länger, weil ich glaube, Band 1, 2, 3 kamen innerhalb von einem Jahr heraus. Und da haben wir jetzt für den vierten Band im Grunde schon ein Jahr gedauert. Ja, da müssen wir einfach mal gucken. Freue ich mich aber, dass es schon bei mir eingezogen ist. Dann ist bei mir eingezogen von Rebecca Borucki Happy Minutes. 4 Minuten, die dein Leben verändern. Hier geht es um kleine Meditationen, mit denen alles ein bisschen einfacher wird. Und ich praktiziere ja Meditation wirklich sehr regelmäßig, in Abwechslung sozusagen mit Yoga. Und ich habe wirklich festgestellt, dass mir Meditation sehr viel geben kann. Und ich bin hier einfach wieder gespannt auf diese 4 Minuten, weil ich mir das doch ein bisschen kurz vorstelle und ein bisschen weniger effektiv. Mir aber dann gleichzeitig trotzdem vorstellen kann, dass 4 Minuten absolut ausreichend sind. Und ich bin sehr gespannt, was dieses Buch so ein bisschen hergibt, diese kleine Dosis Glück. Und was hier für Tipps und Ideen drin sind und ja, wie man eben diese 4 Minuten wahrscheinlich auch am ja, entspanntesten sozusagen macht. Und freue ich mich auch sehr auf dieses Büchlein. Dann ist bei mir als E-Book eingezogen Der schwarze Thron, die Königin, der zweite Teil dieser Reihe.
von Kendira Blake, ich glaube, man spricht sie so aus, der erste Band mit diesen Schwestern, die ja alle verschiedene Gaben haben und es darf im Grunde nur eine von diesen dreien Königin werden, fand ich ja mega spannend. Das war eine mal ganz andere High-Fantasy-Story, die mir aber sehr, sehr gut gefallen hat und man auch gemerkt hat, dass es mal High-Fantasy ist, in denen eben Frauen wichtig sind und auch Frauen einen großen Teil der Geschichte beitragen. Das ist ja bei High-Fantasy leider sehr oft so, dass Männer sozusagen ja das Sagen haben. Es gibt natürlich immer schon so ein paar Ausnahmen, aber in diesem Fall fand ich das wirklich toll. Mir hat auch der Schreibstil sehr, sehr gut gefallen. Ich freue mich jetzt auf den zweiten Teil da weiterzulesen und bin mega gespannt, wo diese Geschichte hingehen wird. Dann ist bei mir als Hörbuch eingezogen Sky Tea von Neil Schusterman. Ein Buch, das mich total fasziniert hat. Als ich das erste Mal darüber gestolpert bin, ich denke, es war über Lovely Books, ich vermute das, dachte ich, Mensch, von diesem Autor habe ich noch vollendet auf dem Sub liegen, den ersten Teil, wo ja sehr viele von schwärmen und ich dachte mir, du fängst jetzt aber mit Sky Tea an. Und ich habe mir das als Hörbuch geholt, weil mir auch der Sprecher sehr zugetan war und ich den wirklich sehr gut fand. Es ist eine ungekürzte Fassung und über Audible ist das ja alles möglich. Und ich bin sehr, sehr gespannt auch auf diese etwas düstere, dystopische Science-Fiction-Story, die wirklich sehr, sehr spannend klingt. Und ich bin einfach mega gespannt. Also ich lasse mich da jetzt wirklich demnächst dann mal so reinfallen und möchte das auf jeden Fall hören. Und es sieht auch optisch richtig schön aus. Und wenn es denn ein Highlight ist, dann kriegt es auch einen Platz im Regal. Dann ist bei mir eingezogen zwei Drachenmond-Bücher als echte Bücher sozusagen. Und zwar gab es ein paar Umstrukturierungen beim Drachenmond-Verlag in dieser Blogger-Lounge, in der ich sozusagen dabei bin. Und dann hat mich ein wunderbares Überraschungspaket erreicht mit zwei ganz tollen Büchern, die auf meiner Wunschliste standen. Und zwar von Marlene Anders, Ein Himmel aus Lavendel. Und ich finde, beim Drachenmond-Verlag ist mit auch das Schönste, neben den Geschichten selbst, natürlich auch diese wunderschönen Cover. Und ich bin mega, mega gespannt auf dieses Büchlein, das optisch wunderschön aussieht. Und es heißt hier eben auch Deine Seele gegen eine Gabe oder einen Fluch. Und das ist bei mir auf der Wunschliste gelandet, weil es einfach mega spannend klang und ich mich jetzt wirklich sehr, sehr darauf freue. Und diese Bücher sind jetzt eben auch der Grund, weswegen ich denke, im Oktober auch so versuche, jede Woche ein Büchlein zu lesen und damit ich wirklich, also einen Drachenmonat sozusagen draus mache, weil ich diese Schätze einfach sehr schnell entdecken möchte. Und dann ist bei mir, ich glaube, es war die erste Anthologie eingezogen, Hinter Dornenhecken und Zauberspiegeln. Ein wirklich auch wunderschönes Buch. Also das ist wirklich, da kann der Drachenmond Verlag absolut was. Wunderschön. Und auch hier, man sieht, dass der Buchschnitt eben überall diesen Rand hat, eben diese Dornenhecken sozusagen. Und super, super schön. Es sind einige Geschichten drin. Also es gibt ein Vorwort, es ist eine Geschichte von Julia Adrian, Kate Forsyth, Nina Blason, Nina Bellum, Tanja Kinkel, Diana Menschig, Katrin Stolberg, Susanne Ward. Also es sind ganz, ganz viele Geschichten drin. Und auch hier denke ich einfach bei den Geschichten, man kann sich täglich mal eine vornehmen. Man kann 3-4 Geschichten die Woche lesen und kann hier immer wieder zugreifen. Und wenn einem halt mal eine Geschichte nicht gefällt, dann ist es so. Aber ich denke, man kann so auch neue Autoren entdecken. Und da freue ich mich auch sehr darüber. Dann sind bei mir auch noch 5 Bücher von Rebuy eingezogen. Die habe ich euch auch in einem Unpacking gezeigt, zusammen mit meinen ersten 3 Housewarmern, die ich bestellt habe. Und deswegen auch nur ganz schnell hier zu den Büchern. Es ist eingezogen die Zelle von Jonas Winner. Den Autoren habe ich ja entdeckt durch Murder Park in diesem Jahr, dass ich wirklich einen grandiosen Thrill fand. Ich bin sehr gespannt auf die Zelle, wo ein kleiner Junge, der gerade mit seinen Eltern umgezogen ist, im Keller eine Zelle findet, wo er an dem einen Tag noch ein Mädchen darin sieht und am nächsten Tag nicht mehr. Und er jetzt ja davon ausgeht, dass sein Papa irgendein Geheimnis verbirgt. Und bin ich sehr, sehr gespannt. Wenn es nur ansatzweise so spannend ist wie Murder Park, freue ich mich mega drauf. Dann ist ein Bildband bei mir eingezogen von Benny Rebell, Mein Abenteuer Wildnis, Erlebnisse eines Tierfotografen.
Und darüber freue ich mich auch sehr, dass es das günstig sozusagen bei Rebuy gab. Ich bin sehr gespannt, was uns Benny Rebell zu erzählen hat. Und ich mag sowas einfach so ein bisschen auch mit Bildern und natürlich auch mit viel Story zu den Bildern. Bin ich sehr, sehr neugierig, was ja, da drin so passiert. Und dann ist ja, in englischer Fassung der Hobbit von J.R.R. Tolkien bei mir eingezogen. Ich habe ihn zwar in zwei Fassungen, glaube ich, hier in Deutsch. Wenn nicht sogar drei. Und ich wollte ihn auch noch in Englisch haben und habe mich mega gefreut, dieses Büchlein ja auch zu dem Preis zu entdecken. Und ja, er passt eben auch perfekt zu meiner Herr der Ringe-Reihe, die ich eben in dieser Ausgabe mit diesen Punkten sozusagen habe. Und ich freue mich darauf, den Hobbit vielleicht im nächsten Jahr einfach nochmal zu entdecken in englischer Sprache. Ich habe ja den Herrn der Ringe auch schon gelesen in Englisch. Und ja, ich denke, da könnte man auch mal den Hobbit lesen. Und dann sind zwei Bücher von George R.R. Martin eingezogen. Einmal Der Heckenritter von Westeros, Das Urteil der Sieben. Das ist ja eine Geschichte, die vor das Lied von Eis und Feuer spielt. Ich glaube, 70 Jahre vorher. Ich weiß gar nicht mehr genau. Ja, ich glaube. Und ich glaube, die Reihe ist tatsächlich auch noch nicht abgeschlossen von Ihnen. Ich glaube, der Mann kann Geschichten immer wunderbar anfangen, aber fertig schreiben ist, glaube ich, irgendwie nicht so sein großes Talent. Aber ich bin sehr gespannt, weil ich mir auch so ein bisschen ein paar Hinweise auf das Lied von Eis und Feuer erwarte, ich weiß noch nicht. Und ich denke, man kennt natürlich auch viele Häuser, viele Länder, Regionen in Westeros schon durch das Lied von Eis und Feuer und bin hier sehr gespannt, was mich erwarten wird. Und dann ist etwas ganz anderes von George R. Martin bei mir eingezogen, und zwar Traumlieder, die ja gar nichts mit das Lied von Eis und Feuer zu tun haben. Und das ist auch der erste Teil. Hier hat man Erzählungen, einige gesammelte, ich glaube, es waren drei gesammelte Geschichten, und George R. Martin ist ja auch bekannt für Science Fiction, und ich bin einfach sehr gespannt, was er hier so ein bisschen gesponnen hat bei den Traumliedern, und freue mich da wirklich drauf, das zu entdecken. Und da gibt es auch schon drei Bände, drei Bücher sozusagen, und bin hier einfach sehr, sehr neugierig, wie er mich hier begeistern kann. Ich habe ja im September Sturm über Windhaven gelesen, was ja so eine Mischung aus Sci-Fi, ja, und High Fantasy ist, und nein, das schließt sich keinesfalls aus. Und auch hier merkt man einfach, dass der Mann schreiben kann. Ich glaube, sein Problem ist einfach nur, dass er sich oft in Geschichten verwickelt und die vielleicht auch zu komplex macht und er dann am Ende die Fäden nicht mehr zusammenbringt. Den Eindruck gewinnt man zumindest, und ich fände das tatsächlich auch gar nicht schlimm, dass es so ist, nur irgendwie muss man dann trotzdem gucken, dass man die Kurve kriegt, ne? Und ja, hier bin ich aber sehr gespannt, was es mit diesen Geschichten auf sich hat, und ich denke auch, hier könnte man sich ja wöchentlich mal so eine Geschichte vornehmen. Und ja. Ja, und das waren sie nun auch schon, die 25 Bücher aus den September. Es ist doch ein relativ hoher Stapel geworden, dafür, dass man ja theoretisch nur ja einen Teil davon sieht, der andere Teil ja auf dem E-Book-Reader ist. Ja, ich freue mich, wie ihr seht, auf die Bücher, und ich denke, sie werden auf jeden Fall gelesen. Ich mache mir ja wegen meinem Sub nicht so viele Gedanken, und ich habe ja auch einiges ausgemistet im September und auch schon im August, und ich denke, so hat man wieder Platz im Regal und kann sich da einfach an den neuen Büchern dann auch freuen, und manche sind ja auch schon gelesen, und Bücher werden ja theoretisch auch nicht schlecht. Sagen wir einfach mal so. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit meinen Neuzugängen, habt vielleicht auch das ein oder andere Buch entdeckt. Das könnt ihr mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Vielleicht auch, welche Bücher bei euch eingezogen sind, oder ob ihr eins der Bücher oder mehrere, die bei mir eingezogen sind, ihr vielleicht auch schon kennt. Das würde mich natürlich auch sehr interessieren und freuen, wenn ihr mir da einen Kommentar dalassen würdet. Ich danke euch nun fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.